Jeder Versuch, das Leben einer anderen Person anzugreifen, hat Auswirkungen auf die Angehörigen des Täters, sagt Ramzan Kadyrov. Nahe Verwandte sollten wissen, was ein Mitglied ihrer Familie anstellt und Verantwortung dafür übernehmen, verkündet der tschetschenische Machthaber bei einem Treffen mit Kommandeuren und Abteilungsleitern des Innenministeriums und der Nationalgarde. Eine Aufzeichnung von der Zusammenkunft veröffentlichte Kadyrov auf seinem Telegram-Kanal. Wenn ein Mitarbeiter nur die geringste Gefahr bemerkt oder sich das gar nur einbildet, soll er sofort ein Auge darauf haben. Es spielt keine Rolle, wer oder wessen Kind es ist. Wenn jemand die öffentliche Sicherheit, einen Mitarbeiter oder einen Tourist angreift und wir den Täter nicht finden, werden wir nicht lange nach ihm suchen, sondern wir werden auf alle Fälle einen Verwandten finden. Wir werden dann so schnell es geht Blutrache nehmen, zitiert der oppositionelle Telegram-Kanal aus der Wutrede. Zu Straftätern will Kadyrov auch jene zählen, die die Ideologie des Landes nicht teilen. Dabei fürchtet er sich vor allem vor der Beeinflussung aus dem Ausland. Wenn jemand glaubt, dass er das Recht hat, unsere Jugend fernab der Landesgrenzen zu zombifizieren, täuscht er sich zutiefst. In Russland wird das Wort gerne gebraucht, um Gehirnwäsche zu beschreiben. Aber was passiert mit jenen Verwandten, die gar keinen Kontakt zu dem Verbrecher haben? Auch dafür hat Kadyrov eine Lösung parat. Die Familie wird dadurch nämlich nicht von der Blutrache befreit, sonst tötet jemand jemanden und kommt ungestraft davon und seine Verwandten beginnen, sich von ihm zu distanzieren. Die Ausgrenzung von der Familie wird aber nichts bringen, solange wir keine Verwandten umbringen, droht der Machthaber weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass Kadyrov zum Töten aufruft. Im Oktober hatte er etwa den Strafverfolgungsbehörden nahegelegt, bei nicht genehmigten Demonstrationen auf die Protestierenden zu schießen. Auch soll der Tschetschenenanführer den Vizepremier des Landes, der zugleich auch sein Arzt gewesen sein soll, bei lebendigem Leibe begraben haben. Man munkelt, dass er den Doktor für die Verschlechterung eines Gesundheitszustandes verantwortlich gemacht habe und dieser mit einem besonders furchtbaren Tod dafür büßen musste.